Ja, hallo Leute, ich grüße euch zu einem kleinen Privatvideo heute am Sonntag. Kleines Update zu Ruby, jetzt 6 Monate, 11,2 Kilo und wir sind hier gerade unterwegs mit Theo und einem großen Schäferhund, ne? Also Herr Luna, ja, ich habe den Namen nicht vergessen. Nein, Luna. Ja, und das klappt gut. Ich meine, am Anfang ein bisschen Unsicherheit bei Ruby. Ist ja klar, großer Hund, fremd. Aber jetzt läuft das richtig klasse. Und Theo wollte unbedingt mit. Aber nicht wegen Ruby, sondern wegen dem Schäferhund. Ah, er bleibt auch immer hart dran. Ach, schadet nicht. Der Junge muss an die Luft. Ja. Okay. Ja, komm, ey, ich möchte, die Ruby ist heute schon oft im Feld gewesen und hat mich da ein bisschen genervt mit. Ich bin froh, wenn die auf dem Weg bleibt. Also bleib du auch bitte auf dem Weg. Komm her! Mann! Ich glaube, wir drehen mal um, wa? Ich kann da auf dem Acker laufen, weil du kannst. Ja, du musst aber nicht auf dem Acker laufen, weil da ist ja, hast du den linken Stamm hinter deinen Stiefel. Der Boden ist ja ganz weich von dem vielen Regen. Na? Ja, das ist jetzt. Okay, wenn sie natürlich was zusammen klar machen, dann kommen sie nicht auf dumme Gedanken. Ne? Ja, sehr schön. Sehr schön macht ihr das. Oh, jetzt geht es aber richtig ab hier mit dem Regen. Ja, wie immer, bleibt mir alle gesund. Und, was sagen wir? Bleibt mir alle gesund. Und macht schön gut. Genau. Ein dicker, fetter Regenwurm kriecht hier, ne? Vielleicht ist und, hast du schon gegessen heute Abend? Nein, Luna, zurück. Hier. Komm. Vielleicht ist es der Regenwurm, den schon bei mir im Garten gesehen habe. Ach so. Weil der bei mir im Garten war genauso lang. Gut. Boah, aber hast du immer Tropfen auf der Linse. Echt, jetzt geht es aber auch hier voll ab. Ja. Und hast du auch schon gesehen, Theo, dass die Ernte platt geht. Guck mal. Guck mal hier. Siehst du das? Es ist schon ganz dunkel, ne? Da. Siehst du das? Ernte ist tot. Ja, Schimmel. Die Ernte davon ist wohl tot. Ja, die Ernte.